Es geht jetzt darum, die Punktsymmetrie der Funktion 3 plus 4x durch 2x minus 2 zum Punkt 1-2 zu zeigen. Erster Ansatz, ja bitte. Dann haben wir die Formel f ist gleich 1 plus t. F von? A plus 1 plus t, weiter. Plus f von 1 minus t ist gleich 2 mal b, das ist 4. 2 mal 2, jawohl, das ist der Ansatz. Nächster Schritt, ja bitte. Das setzt sich ein, das heißt, wenn man 3 plus 4, Klammer auf 1 plus t, Klammer zu durch 2, Klammer auf 1 plus t, Klammer zu minus 2. So, nächstes, letzte Reihe bitte. Nein, letzte Reihe. Dann 3 plus 3 bis 4. Ja, bitte. 3 bis 4, 1 minus t, geteilt durch 2, 1 minus t. So, jetzt müssen wir kräftig zusammenfassen. Da können wir ruhig uns einen Zwischenschritt genehmigen. Also muss man nicht direkt sehen. Ja, bitte. 3 plus 4 plus 4t durch 2 plus 2t minus 2. Weiter. Plus 3 plus 4 minus 4t durch 2 minus 2. Herr Schmidt, das ist 1 plus hier. Na, welche? Der steht. 4 1 minus, weiter links, weiter links. Weiter links, weiter links. In dem Block davor, in dem Block davor. Weiter links, in dem Block davor, da ist 1. Sie haben 1 minus hingeschrieben. Ja, so. Ah, das sind wir noch. Ah. Oh, sorry. Und jetzt im Video. Ich nehme alles zurück. So, Leute, nächster Schritt. Nächster Schritt. Ja, bitte. Ja, dann fassen wir zusammen 7 plus 4t durch 2t. Plus 7 minus 4t durch minus 2t durch minus 2t. So, nächster Schritt. Das war fast gut. Nächster Schritt. Was ist, wie löst man so ein Ding? Ja, bitte. Das heißt, wir haben dann das 7 durch 2t plus 4t durch 2t. Und minus. Das sind dann 7 durch 2t plus 2. Plus? Das ist plus 7 teilt durch minus 2t, plus minus 4t durch minus 2t. So, was stellen wir fest? Was stellen wir fest? Ja, bitte? Die 2 und die 4t lassen sich kürzen. Ja, das hätte man besser ausdrücken können. Also im 4t durch 2t kann man das? 2t kommt dann nur noch drauf. Nein. Ja. 2 durch 2. So ist es. Wir können das t kürzen. Es bleibt 4 halbe, also 2 übrig. So, was verstehe ich noch fest? Ja, bitte? Minus 4t durch minus 2t. Das ist minus 2. Das ist falsch. Schau 2. Es ist minus 4 durch minus 2, also plus 2. Was stellen wir noch fest? Ja, bitte. Das kann man wegspalten. Ja, der fällt gegen den weg. Das heißt, es sind zwei Wegfallprozesse in der Situation. Das eine durch das Kürzen, das andere durch das Minus. Kommen 2 plus 2, also 4 raus. Und daraus folgt die Punktsymmetrie.